Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect. Wir sind mittlerweile schon in der 7. Aufnahme und ich vermute bald, es wird wohl die letzte sein. Wir haben beim letzten Mal uns vor allem Ferus und Würmeyer gewidmet, haben dabei leider Kaidan verloren, haben dafür aber einen großen Hinweis darauf erhalten, wo wir Saren vielleicht finden können, denn wir haben endlich herausgefunden, dass Ailos der Planet ist, auf dem die Röhre ist, nach der Saren sucht, auch wenn wir noch nicht wissen, was die Röhre ist. Bevor wir uns dieser Sache aber widmen werden, weil es von da aus nämlich kein Zurück mehr gibt, das weiß ich zufälligerweise, werden wir uns erstmal den Nebenmissionen widmen, die wir noch so offen haben. Und da würde ich sagen, arbeiten wir jetzt einfach von oben nach unten durch. Ich weiß noch, das hier mit den Piraten, das können wir nicht abschließen. Da müssen wir nämlich nochmal auf die Citadel, um einem Bescheid zu sagen, dass sein Bruder getötet wurde. Blöderweise können wir nicht mal auf die Citadel zurück, denn wir sind ja dort ja, so ein bisschen ausgebüxt. Die anderen fünf Sachen, die werden wir jetzt noch schnell abarbeiten. Ich hoffe, das geht relativ fix, denn ich will mich so bald wie möglich dann auch wirklich Ailos widmen, damit wir dann aufs Ende zu marschieren können. Deswegen fangen wir mal hier oben an. Nein, wir fangen nicht oben an, glaube ich, weil das hier die Haupteinrichtung ist, ne? Ich glaube, das ist die, ja genau, Cerberus Hauptquartier vernichten. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal unten an. Machen wir mal so rum. Einrichtung untersuchen. Auf Ferus haben sie eine geheime Übertragung gefunden. Die Situation ist unklar, aber es scheint, dass Exogeny eine Art Probe zu einer Forschungseinrichtung auf Noda Crux geschickt hat. Noda Crux befindet sich im Vostok-System des Maroon-See-Clusters. Alles klar. Dann würde ich sagen, machen wir uns auf den Weg. Und schauen mal, was wir da so reißen können. Aber wir sind ja sogar noch hier im Citadel-System, Mensch. So, ich muss bloß mal schauen hier mit meinem neuen Mikro, dass ich da... Ich habe übrigens ein neues Mikro, das habe ich in dem Let's Play noch nicht erwähnt, weil ich mit dem noch nicht aufgenommen habe seitdem. Mit dem sehe ich etwas ungünstiger momentan noch. Deswegen hoffe ich mal, dass das halbwegs passt. Ja, das scheint neu dazugekommen zu sein, ne? Ich glaube, hier waren vorher bloß zwei Systeme, bin mir aber nicht sicher. Na, schauen wir mal. Ab ins Vostok-System. Wir müssen ja sowieso noch ein paar Sachen finden eigentlich. So ein paar ID-Tags und Rohstoffvorkommen und solche Sachen, ne? Da sind wir ja auch noch nicht voll, obwohl wir schon eigentlich überall herumgereist sind. Deswegen müssen wir mal schauen, ob wir da nicht vielleicht jetzt auf den Planeten jetzt noch die restlichen Sachen finden können. Wie zum Beispiel hier eine Matriarchenschrift. Beim Scannen des Planeten Partaiton haben sie ein fremdartiges, unbemanntes Raumschiff im Orbit des Planeten gefunden. Tali hat es an Bord gebracht und untersucht. Es war ein sehr altes Asari-Modell. Im Schiff fand sie einige sehr alte Artefakte, darunter auch eine der Schriften der Matriarchin Delilaga. Ich weiß, eigentlich ist es nicht interessant, das vorzulesen, weil es ja auch bloß so ein Sammel-Quest ist. Aber gut, was soll's. Ich mach's einfach trotzdem mal. Hier haben wir gar nichts. Dann haben wir wieder mal einen Asteroidengürtel, wo wir eventuell wieder was finden können, um ein bisschen die Rohstoffe aufzuwerten. Genau, so dachte ich mir das doch. Und dann sammeln wir mal ganz fix das Palladium hier mit ein. So, noch ein zweiter ist ja nicht zufällig, ne? Nein. Alles klar. Nächster Planet. Offenbar gibt es auf dem Planeten unter uns einen aktiven Notsender, Commander. Keine Nachricht, nur ein Ortungssignal. Alles klar, das ist ja Noda Crux. Ja, da gehen wir ja sowieso gleich hin. Das sparen wir uns nochmal kurz. Und schauen erst nochmal kurz hier bei Clomartu. Da ist nichts. Okay, dann auf nach Noda Crux. Ist mal wieder ganz überraschend so der zweite Planet in der Reihe von der Sonne weg, ne? Ist ja meistens so, weil das so die bewohnbare Zone ist. Auch wenn hier nicht alle Planeten, auf denen wir landen, wirklich bewohnbar sind. In dem Fall aber schon, wie es aussieht, ist er doch recht grün. Wir nehmen wieder das Standard-Team Tali und Garrus mit. Los geht's. So, da sind wir und es ist wirklich schön grün hier. Was haben wir denn da? Eine Anomalie, Trümmer und eine wissenschaftliche Einrichtung, zu der wir ja wollen. Das heißt, wir können uns schön von Nord nach Süd vorarbeiten. Ein Traum. Ich weiß gar nicht, links, rechts drüber. Ach komm, wir machen hier mal rechts drüber. Ich glaube, hier ist der Anstieg nicht so hoch, auch wenn bei dem anderen die Barriere kleiner war letztlich. Ich glaube, letztendlich ist es vollkommen egal, wie wir uns hier drüber werfen.
Ach, der Marco, der kann das ab. Das geht schon. Der hat doch seine tolle Flummi-Physik. Damit kann man das machen. So, und dann schauen wir mal, was es denn hier Spannendes gibt. Ich glaube, ich fahre gerade zu weit nach oben, ne? Ja. Wir müssen eigentlich hier so voll auf die Berge zuhalten, um dahin zu kommen, wo wir hin wollen, zu diesen Trümmern. Und am Ende können wir die gar nicht öffnen, ich sehe es schon kommen. Wobei, mittlerweile müssten eigentlich Tali und Garrus auch die Elektronik, ja klar, die habe ich doch voll gemacht, ne? Wenn ich mich recht entsinne, müsste also auch hoch genug sein, um alles öffnen zu können. Da hatte ich mich ja schnellstmöglich drum gekümmert, dass sowohl das Dechiffrieren als auch die Elektronik voll aufgepumpt sind, damit wir wirklich alles mitnehmen können. Nur eine Sache konnten wir nicht mitnehmen und das war ein Kontrollpanel in Würmeier, wo wir vermutlicherweise auch noch einen Quest gekriegt hätten. Bin ich mir nicht sicher, aber ich vermute es bald, denn dort hatten wir dummerweise nur Shepard dabei und wenn man Shepard nicht gerade als... Geh mal weg, Garrus. Wenn man Shepard nicht gerade als Techniker spielt, dann ist es ein bisschen ungünstig, aber was soll's. Turianische Insignien gefunden. Diese Rettungskapsel ist zur Hälfte unter Material verschüttet, das von den Bergen heruntergespült wurde. Obwohl sie augenscheinlich schon seit Jahrhunderten hier liegt, wird der Computer immer noch mit Energie versorgt. Indem sie eine Verbindung mit ihrem Kampfanzug hergestellt haben, konnten sie die Daten mit Informationen über die Thrastia-Kolonie sichern. Alles klar. Auf in den Marco. Wir schauen mal kurz. Ja, die Trümmer sind schon einen Meter weg. Also jetzt straight to the south, insofern es geht. Ja, so richtig straight geht's nicht. Aber da müssen wir halt mal wieder quer über den Berg kraxeln. Das wird schon irgendwie möglich sein. Klar, hier vorne, das sieht erklimmbar aus. So, ja, da haben wir jetzt also noch ein paar Nebenquests offen, die sich dann so beim letzten Mal ergeben haben durch Pharos und Würmeier. Ich glaube, vor allem durch Pharos haben wir nochmal zwei dazu gekriegt. Schade, dass wir nicht alles abschließen können, weil wir halt nicht mehr auf die Citadel zurück können. Aber das lässt sich jetzt halt nicht ändern. Das müssen wir halt so hinnehmen. Da habe ich ein bisschen das Ganze verkorkst, indem ich erst auf die Citadel bin, als es schon von Würmeier wieder runter war. Da habe ich nicht mehr dran gedacht, dass wir da nicht mehr runterkommen von der Citadel danach. Beziehungsweise, dass wir da nicht mehr drauf können, wenn wir einmal runter waren. Was haben wir denn hier lustiges? Was seid ihr denn? Moment, das muss ich mir mal kurz anschauen. Was sind das denn für welche? Ja, ihr seid ja putzig. Was seid ihr denn? Die sehen aus wie so eine Mischung aus Dachs, Velociraptor und Kuh. Warum nicht? Kann man mal machen. Die sind auf jeden Fall putziger als so manche andere Wesen, die es hier gibt. So, hier unten sind auch die Trümmer. Um die kümmern wir uns dann direkt auch mal. Eine abgestürzte Sonde. Machen wir die mal auf. So. Ganz gemütlich. Lassen wir uns Zeit. Und dann geht's weiter nach Süden. Zur Einrichtung von Cerberus. Oder nächstes Jahr Exogeny. Es ist ja gar nicht Cerberus. Stimmt, ich habe ja jetzt hier unten angefangen bei den Quests. Und das sei hier eine Exogeny-Einrichtung, glaube ich. Aber wer weiß, vielleicht ist da... Warum gestikuliere ich ja eigentlich? Ihr seht es sowieso nicht. Wer weiß, vielleicht hat das ja auch was mit Cerberus zu tun. Wir haben schon festgestellt, die haben ihre Griffel eigentlich überall mit drin. Was sich im zweiten Teil noch verschlimmern wird, wie wir dann dort sehen werden. Aber, naja, lasst uns überraschen. Wir werden sehen, was es gibt. Auf jeden Fall sehe ich schon wieder, dass dort ein Geschützturm auf uns wartet oder irgendeine Verteidigungseinrichtung, Verteidigungsanlage. Ach nee. Ach, Creeper. Okay, wir haben es wieder mit Cerberus zu tun, glaube ich. Torianische Creeper sogar. Hm. Na gut, Exogeny hatte ja dran geforscht an den Creepern, ne? Jawohl, weiter erwischt. Sehr schön. So, und damit haben wir ja auch Ruhe. Dann können wir mal... Ach komm, dieser Marco, der ist auch so ein bisschen schwierig zu kontrollieren auf engem Gelände, ne? Kannst du nicht gut steuern. So, dann wollen wir auch mal schauen, was es denn hier so drin gibt. Der übliche Aufbau der wissenschaftlichen Einrichtung. Ich nehme schon mal die Waffe zur Hand. Aber wir schauen natürlich noch kurz genau, ob es hier was zu sammeln gibt.
gibt es. Wunderbar. Okay. Weiter geht's. Ich sehe schon die ersten Gegner. So, das wird eine kleine Creeper-Parade. Aber das sollte jetzt nicht das Problem darstellen, denke ich. Wir warten einfach mal hier und lassen sie rankommen. Oh shit, nicht gut. Hier, schießt mal bitte. Ich wollte jetzt nicht extra erst die Waffe wechseln, wisst ihr? Okay. Moment, da müssen wir mal vielleicht eine Sabotage. Quatsch, nicht eine Sabotage. Dingens einlegen hier. Overkill. So, da geht es schon ein ganzes Stück einfacher. Und den letzten wollen wir jetzt auch noch. Nicht wieder weglaufen. Ich will doch meinen Spaß mit euch haben. Gut. Hätten wir das geklärt. War nicht so der wirklich riesige Widerstand. Aber habe ich jetzt auch nicht unbedingt erwartet, muss ich zugeben. Ich meine, das ist das Gute daran, dass immer wieder dieselben Grundrisse der Einrichtungen genommen werden. Man kann es halt ungefähr einschätzen, wie groß die Anlage ist. Ne? Das ändert sich dann im zweiten Teil ein bisschen, weil dann dort doch man sich darum gesorgt hat, immer wieder einen anderen Aufbau zu nehmen. So, wir gehen erstmal nach rechts. Da links augenscheinlich die Infos zu sein, scheinen, das wäre ein bisschen dumm. Gut. Aber erstmal wieder, oh Quatsch, das war blöd. Oh, schnell, Beeilung. Gut, hat noch gereicht. Ja, genau, da machen wir hier noch kurz den ganzen Spaß auf. Kann ich schaden, ein bisschen Zeug einzusammeln, auch wenn ich nicht glaube, dass wir es noch wirklich brauchen werden. Weder als richtige Ware, noch als Universalgel, noch als Tauschgut, Handelsgut, um dann Credits zu bekommen. Ich glaube, wir werden jetzt schon so ziemlich mit der Ausrüstung, die wir jetzt haben, dann auch aufs Ende zugehen. Aber die ist auch nicht so schlecht. Also ich muss sagen, ich bin mit den Waffen eigentlich ganz zufrieden. Das ist ja auch diese Spectre-Ausrüstung. Mit der kann man schon leben. So. Retter? Gott sei Dank. Sehen Sie? Ich habe doch gesagt, dass jemand wegen des Signals kommen würde. Mein Name ist Dr. Ross. Ich bin hier die leitende Forscherin von Exogeny. Wir sitzen seit Tagen hier fest und langsam geht uns das Essen und Wasser aus. Sie kommen gerade rechtzeitig. Und wenn sie ein Mann wäre, dann wäre sie Dr. Hengst. Verzeihung. Ich muss wissen, was hier los ist. Warum wimmelt es hier von turianischen Creepern? Woher wissen Sie über den Turianer? Ich weiß, was Exogeny vorhat. Ich habe gesehen, was dieser Turianer den Kolonisten angetan hat und ich habe ihn vernichtet. Dann ist unser Geheimnis nun keins mehr. Ich muss nicht lügen, da Sie das Schlimmste bereits wissen. Die Creeper hier wurden mit Hilfe veränderter Proben von den Exemplaren auf Pharos geschaffen. Wir fanden einen Weg, sie in fügsame, gehorsame Diener zu verwandeln. Bis vor einigen Tagen war alles in Ordnung. Dann drehten plötzlich alle Creeper durch. Nur wenige von uns haben es bis in diesen Raum geschafft. Warum haben Sie keine Nachricht geschickt und um Hilfe gebeten? Wir hatten nichts als dieses Signal vom Notsender. Dies ist eine geschlossene Kommunikationsbasis. Exogeny war besorgt, dass ein am Projekt beteiligter Geheimnisse an einen Konkurrenten verkaufen oder uns den Behörden melden könnte. Wir können nicht direkt mit der Außenwelt kommunizieren. Wir haben nur den Notsender. Er schickt ein allgemeines Notsignal zur Exogeny-Anlage auf Pharos. Sie sollen uns dann innerhalb von 24 Stunden ein Team schicken. Aber offenbar haben sie jetzt ganz andere Probleme. Könnten in der Basis noch weitere Leute am Leben sein? Das bezweifle ich. Da draußen sind zu viele Creeper. Sie hätten keine Chance. Wir sind die Einzigen, die noch übrig sind. Wissen Sie, warum sie sich gegen Sie gewandt haben? Vielleicht gab es immer noch eine Verbindung zwischen den Creepern und dem Turianer auf Pharos. Der Turianer war anders als jede Lebensform, die wir je studiert hatten. Ich kann nicht erklären, wie es geschah, aber als er starb, haben es wohl einige der Creeper hier gespürt. Gut. Ich habe alles Nötige gehört. Hören Sie, ich weiß, dass das, was wir hier getan haben, falsch ist. Ich gebe es zu. Aber es ist jetzt vorbei. Es macht keinen Sinn mehr, es den Behörden zu melden, oder? Doch, wir werden das den Behörden melden. Ich hatte bald vermutet, dass er hier, dass wir auch die böse Möglichkeit haben, sie alle umzubringen. Aber, also den Behörden melden werde ich es auf jeden Fall, natürlich. Sie hatten bei diesem Projekt das Sagen. Die Sicherheit ihrer Leute war ihre Verantwortung. Sie haben ihnen vertraut. Und sie haben dieses Vertrauen verraten. Seien Sie vernünftig. Ich wollte nicht, dass so etwas passiert.
Und wem nützt es, wenn ich jetzt ins Gefängnis komme? Normalerweise würde sich Exo-Jenny um mich kümmern, aber sie haben offenbar genug damit zu tun, die Sache auf Ferros gerade zu bügeln. Aber ich habe Geld. Ein Notgroschen, den ich angespart habe. Er gehört Ihnen, wenn Sie uns gehen lassen. Vergiss es. Die Opfer hier haben Gerechtigkeit verdient. Ich muss sie festnehmen. Das wird nicht passieren. Aha. Feuer eröffnen! So ist das also. Feuer eröffnen! Na gut, wie du bist. Ich hätte es dir ja irgendwie zumindest auf die sanfte Tour ermöglicht, dass du nur in den Knast kommst. Aber wenn du es auf die harte willst, dann musst du eben sterben. So, da holen wir uns noch den letzten hier. Die zweitklassigen Söldner von Exo-Jenny hatten keine Chance gegen die gut ausgebildeten Marines der Allianz. Nachdem der letzte Wissenschaftler tot ist, gibt es keinen Grund mehr, sich hier aufzuhalten. Tja, nee, ich habe kein Mitleid mit denen, weil sie sehenden Auges hier dran geforscht haben. Das müssen ja mal Menschen gewesen sein, die Creeper da draußen. Also irgendwelche Menschen hier zu kontrollieren und zu diesen Viechern zu machen. Und wenn man das ohne Skrupel macht, dann muss man auch damit leben, wenn die Scheiße dann halt nach hinten losgeht. Und wenn man sich dann noch querstellt, hier gegen die Festnahme, dann habe ich erst recht kein Mitleid. Dann drücke ich auch ab. Dann ist das halt so, ne? Also da gab es jetzt eigentlich keinen großen Zweifel. Eigentlich macht das mit dem Notgroschen nur Sinn, wenn man wirklich hier geht's gar nicht durch. Unter akutem Geldmangel leidet. Ansonsten, warum sollte man das tun? Na gut, haben wir das auch geklärt. Also Exo-Jennys Forschungen sind damit erledigt. Wir wissen jetzt, worum es sich bei dem Notsignal gehandelt hat, das wir auf Ferros gefunden haben. Das Komische ist, wir haben das Notsignal gefunden, bevor wir den Torianer getötet haben. Das heißt, da ist so ein kleines Paradoxon in der Chronologie der Abläufe. Aber gut, was soll's.